bin heute hier, weil mein Sohn hier mitmacht. Okay, und ist es von der Schule aus oder? Genau, mein Sohn geht aufs Gymnasium Hochrath und die haben eben in den letzten 2,5 Wochen hier die afrikanischen Gastschüler gehabt. Wir hatten auch einen Afrikaner, der bei uns gewohnt hat und ja, eine Freude. Aus welchem Land kam der? Die kommen aus Südafrika. Warum bist du hier? Weil meine Schwester hier mitspielt. Weil mein Sohn hier mitspielt. Wegen meiner Tochter. Ihr seid kurz vorm Auftritt und seid ihr nervös? Ja, also ich bin nicht so nervös, aber wir hatten schon eine Aufführung am Hochrath. Okay. Und da war man noch aufgeregter, weil das die erste Aufführung war. Aber jetzt geht es eigentlich. Ihnen das Stück gefallen? Wir haben gerade gesagt, wir sind ganz überwältigt. Haben wir nicht erwartet, dass man mit 6. und 7-Klässlern so eine beeindruckende Veranstaltung und Aufführung geballtes, pralles Leben. Also noch sprachlos, merke ich. Ja. Also ich und Sie sehen so ein bisschen wirken lassen und im Moment auch die Situation, dass ich eigentlich im Moment nichts Neues noch sehen will, nur so ein bisschen wirken lassen und nochmal hören, wie die Inszenierung insgesamt entstanden ist und wie sich die Beteiligten auch dieses Thema zugetraut haben. Hier haben wir einen Schauspieler vom eben gespielten Stück. Wie fandst du es? Also am Anfang fanden wir es ja ziemlich schwer, das alles vorzumachen. Also da hatten wir schon ziemlich viel Angst, aber die Gäste, alle waren eigentlich ganz nett und da fiel es uns nicht mehr so schwer. Also das war eigentlich ziemlich gut. Und ihr habt das Stück ja schon mal aufgeführt und gab es jetzt mehr Applaus? Mehr Applaus als letztes Mal, ja. Das ist ganz toll, das haben die wirklich super gemacht. Ganz, ganz große Klasse, es hat mich tierisch bewegt. Ich bin allerdings auch immer sehr nah am Wasser gebaut. Habt ihr auch neue Freunde gefunden aus Afrika oder hattet ihr Leute zu Hause bei euch oder wie war das? Wir hatten jetzt keinen, also meine Familie hatte jetzt keinen bei uns zu Hause, aber wir haben auch neue aus der anderen Klasse, mit der wir das noch gemacht haben, auch davon noch welche kennengelernt und die aus Afrika, die waren auch sehr nett und war alles schön. Wir haben uns auch gut mit denen verstanden, obwohl die nur Englisch gesprochen haben, haben wir uns sehr gut mit denen unterhalten und so. Wie alt seid ihr jetzt? 12. 12. Und meint ihr, euer Englisch ist dadurch besser geworden, dass ihr das gemacht habt? Ja. Ich hatte ja auch einen zu Hause. Die zweite Woche. Ja, die zwei. Zwei. Und ja, der war die zweite Woche da und der übernachtet heute nochmal. Und ja, es war halt auch interessant, so zu sehen und mit dem zu sprechen und so.